Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Nur zur kleinen Info. Vielleicht hört man sie, ich bin leider gerade krank, aber jo, keine Sorge, Test war negativ, von daher alles gut. Was? Oh. Okay. Oh nein. Schon wieder sind all unsere Felder kaputt. Mann. Das ist ja wohl ein Scherz, oder? Jetzt können wir den Scheiß wieder von vorn machen. Das heißt, das wartet wieder ein Tag voller Arbeit auf uns. Wir können noch hoffen, dass sich das überhaupt ausgeht. Euer Ernst? Bereitest du die Felder vor, oder? Dass du es dann am nächsten Tag wieder machen kannst. By the way, es ist etwa... Es ist fast halb eins, halb zwei in der Früh und ich kann nicht schlafen. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß auch neu extra gießen dann. Bitte schlagst du nach oben? Mann, warum ist... Erst. Das läuft gerade nicht gut. Vogelscheuchen sind auch noch da unten nicht aufgestellt. Katastrophe. Sagt er irgendwas? Oh, Statue der Perfektion. Sorry. Du hast eine seltsame Statue hinter Opas Schrein gefunden. Aus purem Iridium hergestellt. Alles klar. Das Schade ist, wir müssen den ganzen Scheiß jetzt extra wieder gießen. Ich meine, euer Ernst, Leute? In Zukunft sollten wir die Sprenkler vielleicht erst am nächsten Tag aufstellen. Beziehungsweise das jetzt gar nichts anpflanzen einfach. Aber ganz ehrlich, da alles zu gießen ist halt ein ziemlicher Aufwand. Ja, verliert man dadurch einen Tag, aber ich fürchte, wir haben eh nicht die richtigen Sachen. Ich habe nicht mal geschaut, idealerweise sollte man Erdbeeren anpflanzen. Erdbeeren wirst du aber so wahrscheinlich nicht zum Kaufen kriegen. Die gibt es nun mal nur auf einem Festival. Oh Mann, jetzt fängt meine Nase zum Rinnen an. Das hätten wir mal. Keine Sense dabei. Ah,
Ansonsten wäre auch Kaffee ganz gut zum Anbauen, der bringt auch sehr viel Geld. Hallo. Vater scheint es auch ohne mich ganz gut zu gehen. Jo, okay. Schlecht. Ein bisschen Knoblauch. 12 Tage. Hoffen wir, dass wir vom Rest genug haben. Wir pflanzen einfach mal an. Kaffee. Haben wir sogar genug. Und wir haben etwas Erdbeeren. Da kein Dünger. So, ansonsten kommt hier Kaffee. Alter, leg ihn da. Meinen ganzen Schaf noch düngen und gießen. Okay. Wir hätten zuerst düngen sollen, damit man das sieht. Das sieht man jetzt gar nicht, ob wir irgendwas auslassen haben.
verdammt. Es rinnt meine Nase wieder. Schrecklich. Ich schätze mal, dass wir eine Iridium-Statue bekommen haben. Heißt, wir haben alles geschafft, was er wollte. Es leuchten noch alle 4 Kerzen. Ich würde mal sagen, das ist gut. Wir haben noch immer keine neue Koppel gebaut. Fällt mir gerade ein. Oh oh, und es wird spät. Es ist schon 19 Uhr. Na dann ran ans Gießen, ne? Vielleicht wird auch eine Iridium-Gießkanne gut, gerade für solche Fälle. Komm, bitte. Ich mach so ein Blödsinn auch noch. Das Schöne ist ja auch, die Kaffeebohnen wachsen ja auch durch den Sommer durch. Ich weiß nicht, ob die Blaubeeren mehr Geld bringen. Kann ich jetzt nicht sagen. Das ist natürlich interessant. Auf 21 Uhr schon, toll. Und nee, es ist nicht alles gedüngt. Dünger ist natürlich wichtig, damit das Ding mehr wert wird. Ich muss mir unbedingt ein Taschentuch holen, bevor ich hier noch alles unter Wasser setze mit meiner Nase. Okay, geschafft. Gegossen, gedüngt. Ah, nochmal gleich durchschauen. Fehlt irgendwo was? Aha, schon, ja. Tag nutzen wir wieder mal voll aus. Mann. Aber schön, dass das Gras hier schon so gewachsen ist, dann können wir die ruhig rauslassen. Heute gab es keine Streicheinheiten für die. Nochmal auf. Da ist eh offen. Passt, dann sollen die sich hier erstmal vergnügen. Oh, wir brauchen aber hier dringend dann
am Zaun wieder. So. Hey. Heute kriegen wir eigentlich gar kein Geld. Oder fast nichts. Ich meine, was kann man verkaufen? Das hier. Das. 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 Wir hätten einen Haufen Kaffeebohnen zum Verkaufen. Und ich glaube, das machen wir auch, weil wir haben eh genügend jetzt angepflanzt. Da kriegen wir eh viel. Dann schauen wir mal, wie viel sowas bringt. Der Käse kommt auch weg. Was machen wir mit denen hier? So, du kommst auch da rein. Diamant. Okay. Iridium-Statue. Ab ins Bett. Sagt die Zeit, Bruder, der Part ist fast zu Ende. Naja, viel ist es nicht. Und das waren 414. Hm. Naja. Naja, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Was macht die Statue? Nee. Oh boy. Guten Vorsatz fürs neue Jahr. Abnehmen, Wesel. Danke, lass es durch. Alter, der haut uns jetzt da dann immer wieder Iridium-Erz raus. Oh shit. Das ist heftig. Sauber gemacht hier. Kann durchgehen hier, danke. Kaktusfrüchte. Und die uralte Frucht. Und unser Inventar ist voll. Great. Es ist schon schade, dass diese Kaktusfrüchte, die wir ernten, nicht Iridium-Qualität sind.
So. Da fehlen noch die Ölpressen. Warum haben die? Shit. Da. Oh, wir müssen noch die Vogelscheuchen setzen, fällt mir gerade ein. Scheiße! Nein! Den Tag machen wir neu. Gut, Freunde, der Part ist aber eh auch schon zu Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Was war das jetzt für eine Scheiße? Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht.